Hey, Johannes hier für redcoon.de in New York auf dem Acer Product Launch Event. Und hier in meiner Hand halte ich das neue Acer Liquid Zest Plus. Das ist ein Smartphone mit 5000 mAh Akku. Also es ist für viele Nutzer gedacht, die einfach ihr Smartphone nicht jeden Tag aufladen möchten, sondern auch mal ein bisschen damit unterwegs sein wollen. Denn mit 5000 mAh hat man hier auf jeden Fall eine richtig gute Akkulaufzeit zu erwarten. Und Acer gibt hier bis zu 3 Tage an. Und gehen wir mal ein bisschen auf die technischen Daten ein. Da haben wir hier ein 5,5 Zoll Display mit einer HD-Auflösung und Zero Air Gap Technologie. Dann als Prozessor einen MediaTek MT6735. Das System bekommt 2 GB Arbeitsspeicher und der Benutzer 16 GB Speicher. Und das Ganze kann dann auch nochmal erweitert werden. Der Prozessor ist ein Quad-Core mit 1,5 GHz und hier seht ihr auch an der Seite, das Smartphone ist noch nicht mal wirklich dick, obwohl wir hier einen 5000 mAh Akku haben. Es ist von der Dicke her mit 9,75 mm doch eigentlich noch im Rahmen. 5,5 Zoll ist natürlich groß, aber wie ihr hier an meiner Hand sehen kann, kann man das Ganze noch wunderbar bedienen. Und von den Kameras her haben wir hier vorne eine 5-Megapixel-Kamera mit Weitwinkel, also toll für Selfies, wenn ihr auch mal eure Freunde drauf bekommen möchtet. Und auf der Rückseite haben wir dann noch eine 13-Megapixel-Hauptkamera mit Laser-Autofokus und hier dann auch noch eine LED. Wie man hier auch sehen kann, ein schönes mattes Finish in Weiß, was mir persönlich immer sehr gut gefällt. Das Ganze gibt es dann aber auch noch in Schwarz, ebenfalls mit einer matten Oberfläche, was immer ganz schön ist. Und hier haben wir den Lautsprecher und man sieht auch, das Ganze unterstützt DTS HD Sound. Vom Betriebssystem haben wir hier Android 6.0 Marshmallow. Läuft alles schön flüssig und es ist ein Mittelklasse-Smartphone und wird ab Juli für 199 Euro in den Handel kommen. Das ist auf jeden Fall schon eine gute Sache. Ihr seht, ihr könnt das, die Rückseite hier an der Seite entfernen. Ich will das jetzt nicht machen, sonst wäre ich hier von der Security niedergetackelt. Die gucken schon so böse, wenn ich hier das Smartphone auseinandernehme. Und dank Quick Charging können wir das Smartphone auch wieder schön schnell aufladen, falls mal der Akku doch dann den Geist aufgeben sollte, wenn wir ja mehrere Tage damit unterwegs waren. Es wiegt 175 Gramm, ist also wie gesagt auch nicht wirklich schwer. Und ja, das ist hier das neue Acer Liquid Zest Plus mit dem großen 5000 mAh Akku. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine richtige Ansage und sicherlich interessant für Field Surfer oder alle, die gerne auch mal ein Video gucken, denn dann kann man das Ganze auch ein bisschen länger. Also, vielen Dank fürs Zuschauen.